Es läuft derzeit eine gigantisch große Wette der Aktienmärkte, befeuert durch Analysehäuser, Banken wie JP Morgan, wie Goldman Sachs, wie Morgan Stanley, die alle sagen, Mensch, der Boden ist erreicht in der Corona-Krise. Ab jetzt geht es bergauf, weil die Fed so viel Geld, so viel Liquidität zur Verfügung gestellt hat und nicht nur die Fed, dass das alles reichen wird, dass wir die Tiefs gesehen haben an den Aktienmärkten. Deswegen gehen wir jetzt long, deswegen empfehlen wir auch den Anlegern, vor allem den Privatanlegern wahrscheinlich, jetzt nochmal richtig schön zu kaufen. Vielleicht brauchen die großen Dickfische ja ein bisschen Fläche, um dann ihre Position noch einigermaßen schonend abladen zu können, könnte man vermuten. Jedenfalls ist der Optimismus, den man derzeit hört an der Wall Street, immens groß. Ja, diese Billionen werden reichen. Die Fed hat die Dinge praktisch komplett unter Kontrolle. Es ist, wenn man so will, die Rückkehr der alten Götter in der Zeit nach der Aufklärung. Wir haben auch in der Aufklärung gesehen und nach der Aufklärung, dass dann immer wieder diese restaurativen Tendenzen, die religiösen Tendenzen, die gesagt haben, diese Aufklärung ist Gift, wir brauchen die alten Götter zurück, weil das Leben war doch da so schön und so gut, das ist ja alles richtig vielleicht, aber es ist eben leider nicht die Realität und möglicherweise irren sich die Aktienmärkte mit dieser gigantischen Wette, dass die Fed die Dinge im Griff hat, dass die Notenbanken die Dinge im Griff haben und warum sie sich irren könnten, das hat Tavi Costa hier mal gezeigt, der sagt, naja, wir hatten zwischenzeitlich 20 Billionen an Verlusten an Marktkapitalisierung. Wenn man mal alle anderen Assets mit dazu zählt, könnten es um und bei 50 Billionen gewesen sein. Da ist natürlich jetzt schon einiges wieder aufgeholt, aber wir haben nach wie vor natürlich Dollar Shortage. Also wir haben einen Mangel an Dollars, auch wenn der gelockert wurde, weil eben vor allem die Fed durch Swap-Aktionen, durch die Möglichkeit, Notenbank an Repo-Geschäften teilnehmen zu lassen. Ausländische Notenbanken, die müssen dann amerikanische Staatsanleihen hinterlegen und bekommen dafür Dollars, auch wenn das natürlich abgemildert ist ein bisschen, ist aber die Frage, ob die 6 Billionen Dollar, die die Fed hier in die Märkte gepumpt hat, ob das reichen wird gegenüber diesen potenziell 50 Billionen und da könnte Mathematik sagen, reicht vielleicht nicht. Aber schauen wir uns ein paar interessante Dinge an, wir haben heute wieder Optimismus, der begründet sich auch wegen der relativ geringen Fallzahlen in New York in Sachen Coronavirus. Wir haben sehr wenige Hospitalisierungen in New York jetzt gesehen, aber da ist ein großes Aber wieder dahinter zu setzen, der Wochenendeffekt. Wir haben hier zum Beispiel in Deutschland seitens der Gesundheitsämter, und das weiß ich aus erster Hand gewissermaßen, sehr, sehr wenige Fälle heute gesehen. Aber man rechnet morgen und übermorgen mit einem großen Ansturm an Fallzahlen. Das dürfte es also nicht gewesen sein. Da ist wieder dieser Wochenendeffekt der Fall gewesen, hier in Deutschland speziell und in Europa speziell auch an Ostern. Also das ist eine Geschichte, die möglicherweise morgen dann schon wieder anders aussieht. Es ist aber gleichwohl der Grund für Optimismus, dass man sagt, naja, dieser Peak Corona, der ist vielleicht doch jetzt schon überschritten. Das war's. Im Grunde sind wir schon auf dem Weg. Ja, kann ja vielleicht sein, aber die Frage ist ja, wann wird die Wirtschaft wieder aufmachen? Morgen ja die Bundesregierung mit einer Entscheidung oder mit einer Ansage, wie es denn jetzt weitergehen soll. Partielle Lockerungen wahrscheinlich, dass man kleinere Geschäfte aufmacht, so wie die Österreicher das machen, bis 400 Quadratmeter, Gärtnereien, Baumärkte etc. wieder öffnet unter ganz rigiden Sicherheitsvorschriften. Aber es ist auf jeden Fall so, dass eben diese Fallzahlen heute wieder für Optimismus gesorgt haben und dann auch angeblich besser als erwartete Earnings. Naja, wir haben heute JP Morgan gesehen, die müssen schon sehr, sehr viele Milliarden als Rückstellung erstmal bilden für ausfallende Kredite. Sie erwarten ausfallende Kredite. Dementsprechend ist die Frage, was da auf uns zurollen wird. Wir haben, apropos New York, eine interessante Diskussion, man kann auch sagen, einen handfesten Streit zwischen Donald Trump, der sagt, ja, also wir haben ja viel an New York geliefert, an Gouverneur Cuomo, und jetzt will der sozusagen nicht akzeptieren, dass ich der König bin. Das ist im Prinzip das, was Trump hier sagen will, indem er sagt, ich bin der Präsident der USA, ich bin allmächtig, ich kann verfügen. Jetzt sagt aber Cuomo dann in einer Erwiderung, nein, kannst du nicht. Es gibt ja so etwas wie eine amerikanische Verfassung, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und es sei überhaupt so, Cuomo, der sich ja sehr hervorgetan hat, als sehr fähig jetzt in dieser Corona-Krise, es gibt ja so etwas nicht nur wie eine Verfassung, sondern auch eine gewisse Komik, dass ausgerechnet ein Republikaner jetzt nach dem großen Staat ruft und sagt, ich will alles in der Hand halten, ist eigentlich nicht typisch für die US-Republikaner. Schauen wir uns mal an,
in Sachen Coronavirus, um das Thema abzuschließen, wo Trends erkennbar sind. Die Google Trends sind meistens das wirklich beste Mittel, um zu sehen, was wo abläuft. Und wir sehen, dass zum Beispiel Google-Anfragen nach Corona-Symptomen vor allem in Japan und Singapur wieder nach oben gehen. Oder in Japan sowieso, aber in Singapur war es ja eigentlich schon eine Zeit lang relativ ruhig in Sachen Corona. Da geht es massiv nach oben. In Deutschland tendenziell nach unten oder sehr stark nach unten. Wie gesagt, wir werden morgen erstmal neue Zahlen sehen, die dann wahrscheinlich doch anders aussehen. Aber es zeigt sich, dass sozusagen da in asiatischen Ländern, auch in China teilweise, die Fallzahlen wieder steigen. Schauen wir uns jetzt mal, wenn wir zu den Aktienmärkten kommen, die Gewinnschätzungen an, was man eigentlich so annimmt, was die Wette der Aktienmärkte ist. Und dann sehen wir, dass wir schon ein bisschen davon ausgehen, nämlich die Märkte, die großen Investoren, die hier befragt werden, dass die Gewinne schon ein bisschen zurückgehen, der S&P 500 Unternehmen, dann im zweiten Quartal ein Tief erreichen und von da auf geht's bergauf oder von da an geht's bergauf, um dann vor allem 2021 in völlig neue Höhen zu gleiten. Kann ja sein, ist möglich, aber halt vielleicht nicht so furchtbar wahrscheinlich. Man darf zumindest die Frage stellen, wenn wir das hier mal sehen. Und ich schiebe das mal wieder rüber, damit Sie es besser sehen können. Dann haben wir hier das Current PE based on forward estimates. PE heißt einfach Price Earnings, also Gewinn, Kursgewinne, also Kursverhältnis zur Bewertung. Und wir sehen, dass wir da derzeit über 20 sind. Das ist eine sehr sportliche Kennziffer in einer Situation, wo wir zumindest noch gar nicht wissen, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Also die Aktienmärkte, die preisen schon wieder die beste aller Welten ein, weil sie an die besten aller alten Götter glauben und denken, ja, das ist halt jetzt eine kleine Delle. Die werden wir schon überwinden. Wir werden sehen, ob diese Wette gerechtfertigt ist. Jedenfalls sehen wir, dass die von der Bank of America, Merrill Lynch, oder glaube ich, jetzt heißt sie nur noch Bank of America, man hat das Merrill Lynch weggeschnitten. Man hat ja einst in der Finanzkrise diese Bank übernommen. Jedenfalls sehen wir, dass die Cashbestände relativ hoch sind. Auch vielleicht ein Grund für die Rallye, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Da mussten dann einige einfach mitgehen. Oh, es passiert eine Rallye, ich sitze auf hohen Cashbeständen. Das verzeihen Anleger ja weniger, als wenn man Verluste macht. Wenn man Verluste macht als großer Vermögensverwalter, kann man ja immer sagen, guckst du, die anderen machen auch Verluste, was kann ich dafür? Aber wenn man nicht Gewinne macht wie andere, dann steht man ziemlich dusselig da. Schauen wir uns mal an, was da eigentlich erwartet wird jetzt auch an Buybacks, also an Aktienrückkäufen. Das war ja ein maßgeblicher Treiber eigentlich der Aktienmärkte in den letzten Jahren an der Wall Street im Mindesten. Und die Erwartung ist deutlich zurückgegangen der großen Fondsmanager. Wahrscheinlich mit großem Recht zurückgegangen, denn es wird diese Buybacks weniger geben. Aber die großen Player am Markt erwarten eine U-shaped Recovery, wie sich das nennt. Also praktisch ein U, es geht deutlich nach unten und dann geht es auch relativ schnell wieder nach oben. Manche erwarten ein W, also runter, dann wieder rauf, wieder runter und erst dann wieder rauf. Ein V erwarten 15%, also eine etwas langsamere Erholung. Ein L erwarten nur 7% und 3%. Die haben wahrscheinlich 3%, die haben wahrscheinlich gar keine Meinung. Wir sehen heute ja die Zahlen von JP Morgan und da bekommen wir sehr interessante Einblicke, was die Kreditkartendaten betrifft. JP Morgan ja ein ganz großer Player auch im Kreditmarkt und wir sehen, dass hier Supermärkte im März nochmal richtig abgesahnt haben. Viele Supermärkte, das ist aber deutlich zurückgegangen. Retail geht nach unten, Restaurants geht nach unten. Manches geht nach unten zu 100%, da passiert gar nichts mehr. Interessant ist auch, dass die sogenannten Brick-and-Mortar-Supermarkets, wie es heißt, steile Anstiege hatten. Das hatten wir ja in Deutschland auch, wo alle Klopapier und Mehl gekauft haben in Deutschland, in den USA Waffen und Medikamente. Jedenfalls sehen wir, dass E-Commerce auch nachgelassen hat. Wir sehen selbst also rückläufige Zahlen im E-Commerce und sehen natürlich, dass die stationären Läden in der Zeit fast überhaupt keinen Umsatz machen. Wenn wir das Ganze mal auf die große Ebene runterbrechen, sehen wir die Erwartungen, die jetzt hier der Fall sind, an das BIP, die Vereinigten Staaten, dann in 2020 Gesamtjahr minus 5,9, dann eine Erholung 4,7%. In Europa, in der Eurozone sehen wir minus 7,5%, so die Konsenserwartung, und dann plus 4,7% in 2021. Das also sozusagen das, was erwartet wird. Heute hat der IWF dann eine Schätzung gegeben und gesagt, ja, das wird wohl, das globale BIP wird 3% um und bei zurückgehen, aber sich dann eben in 2021 erholen. Voraussetzung ist natürlich, dass dieses Coronavirus wirklich irgendwie eingedämmt ist, entweder durch einen Impfstoff,
Da hatte ich heute Morgen versucht zu zeigen, dass man da vielleicht ein bisschen sehr optimistisch ist. Wir wissen nicht, ob ein Impfstoff kommt, aber dieser, naja, Mainstream-Optimismus, der verbreitet wird, der kommt mir ein bisschen verdächtig vor. Und vielleicht noch abschließend zu den Billionen vor allem der Fed. Wir sehen, dass die Amerikaner jetzt massiv Staatsanleihen emittieren, um eben diese immense Verschuldung dann auch bezahlen zu können. Schauen wir uns ein paar Charts an, wie die Lage an den Märkten sich jetzt darstellt. Wir sehen hier den Dow Jones in einem kürzeren Zeitfenster, 5 Minuten. Wir sehen, es ging nach oben, dann ging es scharf nach unten beim Dow Jones auch, weil praktisch immense Stornierungen von Boeing-Maschinen jetzt im März der Fall waren, wie heute das Unternehmen berichtet hat. Das hat so ein bisschen die Stimmung verhagelt, die vorher ganz, ganz großartig war. Wir sehen, wenn wir uns den DAX mal anschauen, da ist nicht viel Bewegung, zumal Eurex und Xetra heute massive Probleme hatten. Da ist bis mittags erstmal gar nichts gelaufen wegen technischer Probleme. Aktuell der Index 10.716. Was haben wir noch? Wir haben Euro-Dollar aktuell bei 1,0967. Es bleibt also bei einer gewissen Dollarschwäche. Und das kommt natürlich dem Gold zugute, das den höchsten Stand seit 7 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, heute geschafft hat. Aktuell 1.734. Wir waren schon ein paar Dollars höher. Und abschließend Öl, das heute einen schweren Stand hat, trotz dieser mega super tollen OPEC Plus Radikalkürzung. Aber das Problem ist, die Saudis, die haben die Preise vor allem für Europa gesenkt, was das Öl betrifft. Dementsprechend ist eigentlich schon alles ein bisschen wieder für die Katz und es geht mit dem Preis langsam, aber sehr kontinuierlich nach unten. Also, es ist eine ganz, ganz große Wette. Ich will nicht vergessen, dass die Charts von Capital.com sind. Das hätte ich ja fast vergessen zu erwähnen. Jedenfalls ist es eine riesige Wette der Aktienmärkte, die sich sagen, ja, das wird gelingen. Wir haben das hinter uns, das wird klappen, diese Billionen, das wird reichen. Die Fed hat alles im Griff. Es ist sozusagen dieser Rückgriff auf die mentale Vor-Corona-Zeit, der jetzt noch dominiert. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Wird das Bestand haben? Zumindest ein Zweifel sei mal erlaubt. Sie machen das, was Sie machen. Jeder macht, was er macht. Ich biete einige Informationen, mit denen Sie vielleicht etwas anfangen können oder nicht. Sie treffen Ihre Entscheidungen. Ich treffe die meinen und wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und ciao.